Christian Saas, du wieder für TV News on Tour unterwegs. Bergamo Olé, wir hatten eben schon einen kleinen Vorspann mit dir und mit dem Tim Toupet gedreht. Es geht mal um das aktuelle Thema, Ballermann. Vielleicht hast du gestern mitbekommen, am Ballermann 4, 5 und 6 ist seit gestern 22 Uhr bis 1 Uhr absolutes Sauverbot. Gestern hat zum ersten Mal die Polizei es versucht durchzusetzen, ist aber, kann man sagen, eigentlich richtig in die Hose gegangen. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, das Schlimme ist ja, dass es sowieso schon von den Medien Saufverbot genannt wird. Ne? Ich glaube, jeder weiß, was er dort macht und jeder weiß, wofür dieser Abschnitt dort zuständig ist, die Leute zu bespaßen, dass sie auch mal auf der Mauer sitzen können, sich von mir so ein Bierchen schnattern dürfen. Ich glaube, das ist kaum umsetzbar. Aber sollen da wirklich harte Gesetze durchgeschossen werden? Ich kannte das noch von vor über 10 Jahren. Da war es verboten, überhaupt auf dieser Mauer zu sitzen ab 0 Uhr. Okay. Und dann sind die schon fast mit Wasserwerfern vorgegangen. Oh, das war ich wieder, ja? Gut. Die Stimmung da oben gigantisch. Die Leute haben mich abgefeiert. Das war Wahnsinn. Da muss ich ehrlich sagen, das ist im Bergheim Olé schon geil hier. Ja, und dann habe ich mir gedacht, auf jeden Fall, das war nicht wieder neu. Den wird man nicht los. Ne? Es ist wie ein Virus, ey. Schrecklich. Nein, aber das ist das Problem. Und ich glaube, wenn die wirklich ernst machen, dann ist da wirklich hängen im Schacht. Aber das andere ist aber auch... Was ich nicht verstehe, warum 3 Stunden von 22 Uhr bis 1 Uhr, wenn dann den ganzen Abend, ne? Ja, das heißt also mit anderen Worten... So viel hat er doch gar nicht zu sagen. Um 22 Uhr sollten die Leute dann eigentlich endlich mal essen gehen und um 1 Uhr wieder rauskommen. Erzählt er von Geburt an, dann musst du aber den Akku nochmal aufladen. In dem Alter dauert das länger. Ey, Tuppes, komm mal her, komm. Tim, komm mal her. Ich muss auf die Bühne. Gib ihm doch mal die Akkus aus deinem Mikro, die brauchst du da eh nicht. Du singst da eh voll Playback. Soll ich ihn umhauen? Er sieht nur breit aus. Ich hau ihn um, ja? Besser voll Playback als gar nicht, ne? Das sag ich dir. Aber was der schöne neue Zähne hat, ne? Ja, ist geil, ne? Hat nicht die Kasse bezahlt, hat er drauf bezahlt. Ja, aber ich muss nicht richtig bezahlen. Also ich brauche gar nichts mal, da läuft Leute, Leute, lass mich doch auch mal die Brille anziehen. Ja. Weil du siehst ein bisschen aus wie Buddy. Nee. Kennst du Buddy ab in den... Oh, die ist jod, die Brille. Komm, ich tu mal hier noch. 2,99 Euro, okay, ne? Kann ich doch eigentlich als Henning gehen, oder? Ja. Ich häng schon im Saum drin, komm. Alter, der hat ja eh ein Intro von 5 Minuten. Ach, wir haben neues, hör zu. Okay, wo waren wir beim Saufen oder beim Ballermann? Der bringt ja einen total raus. Ja, Saufen, Ballermann, ich finde es schade, dass sie das so umsetzen. Die sollen einfach genau diesen Strandabschnitt in Ruhe lassen. Wohl, weißt du, was sie machen sollten? Die sollten wohl jedem, der seinen Müll liegen lässt, einen Arsch treten, weil das macht man nämlich überhaupt nicht. Wenn die den Scheiß wegräumen, sollen sie machen lassen. So sehe ich. Das waren weise Worte von Olaf Henning. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Gerne, auf Wiedersehen. Christian Saas für TV News on Tour.